damit herzlich willkommen zu diesem kleinen Quickie LS22 News Video hier auf Kornab. Ich grüße euch. Hallöchen. Ja, Giant hat mal wieder einen kleinen Blog-Eintrag rausgehauen. Es geht jetzt aber in den letzten Wochen nicht wirklich mehr darum, was kommt Neues, sondern nur noch, was wird nochmal offiziell bestätigt, könnte man fast sagen. Es geht diesmal um das Thema Gebrauchsmaschinen, Händler bzw. Gebrauchsmaschinen im LS22. Wir machen es kurz und Quickie. Es gibt noch ein paar Screenshots, aber auch nicht viel. Deswegen Däumchen nach oben da lassen, wenn es euch gefällt, let it go. In diesem Blog-Eintrag erzählt uns Giants, dass wir Gebrauchsmaschinen in unsere Farm holen können. Das ist jetzt an sich keine neue News. Der polnische YouTuber, ich habe den Namen leider vergessen, sorry, hat das ja nur schon vor Wochen in seinen Videos gezeigt und der Kollege Nordrhein TV Play hat es ja auch in seinem großen Zusammenfassungsvideo auch schon von Giants bestätigen können, beziehungsweise vom Community Manager. Nur nochmal offiziell für alle. Ja, es gibt Gebrauchsmaschinen in unserer Farm und das Ganze wird ein bisschen anders, also ein bisschen Anführungsstrichen, ein bisschen anders funktionieren wie in den Vorgängerteilen, wo es rabattierte Fahrzeuge, Sonderangebote am Ende des Tages geben wird. Ne? Ihr seht, es sind ein paar Absätze hier und das ist es am Ende des Tages auch schon gewesen, inklusive drei Screenshots. Und die Screenshots, die schauen wir uns jetzt in dem Falle hier mal kurz genauer an. Ich überspringe den Blog-Eintrag selber, denn man kann das auch mit eigenen Worten zusammenfassen. Wir sind hier im Shop drin, wie man unschwer erkennen kann. Wir sehen hier oben, das sind die Marken, dann haben wir hier Traktoren, Fahrzeuge, Anhänger, denke ich mal, platzierbare Objekte, dann hier Dünger, Kalk, Schießmischdot, dann haben wir hier geleased, ne? Hier haben wir irgendwas Diverses, ne? Irgendwas Packung, Packs, gehe ich davon aus, diese Fahrzeugpacks, die da zusammengeschlossen worden sind, und hier haben wir halt dieses rabattiert, und dieses rabattiert oder for sale, wie es im Englischen dann im Spiel heißen wird, ist jetzt nicht mehr so, dass es halt einfach, hier hast du 50% oder 30% günstiger und es sind neue Maschinen, sondern es sind halt gebrauchte Maschinen. Beispielsweise hier ein Fendt 1000 Vario kostet 55% weniger und kostet nur noch 146.218 €. Ja, soweit so klar. Der Nachteil daran, oder beziehungsweise das, was jetzt hier mit einspielt, ist, dass diese Maschine 23 Monate alt ist. Ne? Und dementsprechend schon 23,3 Arbeitsstunden hinter sich hat. Zugegebenermaßen für 23 Monate im Dienst, 23 Stunden, ist jetzt recht wenig. Aber wir kriegen es ungefähr für die Hälfte. Nun gibt es da zwei Dinge zu beachten, die Gebrauchsmaschinen, die im Blog-Eintrag auch so stehen, als Nachteil haben. A, sie verschleißen schneller als neuwertige. Das heißt also, wir kaufen das Ding jetzt für die Hälfte, sprich für 146.000 €. Müssen gegebenenfalls erstmal was reparieren, weil halt Schaden drauf ist. Von mir aus, sagen wir mal 10.000 €. Nun haben wir wieder 100% in Anführungsstrichen. Nun arbeiten wir im Vergleich zu einer neuen Maschine, die wir uns nehmen, anstellen, 10 Stunden. In diesen 10 Stunden macht die neue Maschine einen Schaden, also einen Verschleiß von, sagen wir, 5%. Und die Gebrauchsmaschine macht aber einen Schaden von 15-20%. Das sind alles fiktive Zahlen, ne? Nur dass ihr euch das vorstellen könnt. Das heißt also, Gebrauchsmaschinen werden immer schneller verschleißen als Neumaschinen, auch wenn sie repariert worden sind. Das heißt, wir haben im Laufe der Zeit mehr Verschleiß, also mehr Instandhaltungskosten, als bei Neumaschinen. Das ist ein neues Feature, was es so vorher in dem Sinne nicht gab. Vorher haben wir Neumaschinen gekauft für weniger Geld. Ne? Soweit, so klar, ist es selbsterklärend. Zudem gibt es jetzt, das ist aber auch schon länger bekannt, das, was wir aus den Seasons Mod kennen, dass wir Fahrzeuge bzw. Geräte neu lackieren müssen, unabhängig von ihrer Instandhaltungs- oder von ihrem Instandhaltungszustand. Das heißt, ich repariere einen Gruber auf 100%, heißt aber noch lange nicht, dass der Lack, also wenn ich irgendwo Blessuren habe, man sieht das halt hier hinten ganz gut, ne? Es ist halt, es wird nie richtige Schrottdinger halt geben, im Sinne von, dass die richtig kaputt sind oder sonst was, oder dass der Lack komplett ab ist, aber ihr seht schon, das ist benutzt und jetzt haben wir da beim Shop halt einen zweiten Button, das haben wir aber auch schon gesehen, dass wir die Geräte und Fahrzeuge neu lackieren müssen. Sobald wir da drauf drücken, kostet natürlich nochmal extra Geld, versteht sich, haben wir dann wieder die volle Lackierung mit drauf. Nun kann man also separat entscheiden, will ich
das Fahrzeug nur neu lackieren oder will ich es gleich komplett reparieren? Oder will ich es nur reparieren und nicht lackieren? Ja, kann man sich dann am Ende des Tages aussuchen, weil das ist nur optisch und optisch habt ihr da logischerweise keine Nachteile. Beim Instandhaltung, also was die Technik angeht, ne, habt ihr logischerweise Nachteile, sofern die Maschinen immer weiter kaputt gehen. So sieht es dann am Ende des Tages aus, irgendwo am Händler, das ist ja der französische Händler, stehen dann halt so ein paar Fahrzeuge anscheinend rum, am Kennzeichen steht dann halt for sale, also zum Verkauf und ihr könnt die Teile dann dementsprechend kaufen. Die sehen auch ein bisschen abgenutzt aus, also sprich ein bisschen dreckig und so weiter und so fort, und das sieht man halt so, ne? Am Ende des Tages ist es das auch schon gewesen. Also alles das, was am Ende des Tages jetzt schon mal bestätigt worden ist, ne? Jetzt nochmal von offizieller Seite mit ein paar Details, dass ihr es mal gehört habt. Ich will da jetzt gar keinen längeren Schuh draus machen, weil ganz ehrlich, mehr ist es am Ende des Tages auch nicht. Fühlt euch informiert, meine Schönen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende gehabt und dann starten wir jetzt wundervoll in diese wunderschöne Woche hier mit rein. Es sind nämlich jetzt offiziell nur noch, naja, 2-3 Wochen, ne? Zwei Wochen, Pi mal Daumen, ne? Pi mal Daumen, circa 2 Wochen. Deswegen, Countdown läuft und vom Helfer gibt es aktuell noch keine Spur. Wir können gespannt sein. In dem Sinne, lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, ne? Und alle Links zum Vorbestellen in der Videobeschreibung. Ich bin raus, Tschüssikowski, tschüss.